Normal ist anders. Aber wir sind wieder da. Die Kirchturmspitze ragt und wagt sich raus und schnuppert Morgenluft. In der Stadt gab es zum Wochenende den lang vermissten Verkehrsstau in allen Gassen. Unsere ersten Gottesdienstwochenenden mit leibhaftiger Teilnahme haben die Vorsichtsmaßnahmen praktisch durchgespielt. Ein Vorausteam von Ehrenamtlichen probte den Kaffeebetrieb, der in dieser Woche nach langer Pause für Nachmittagsstunden wieder geöffnet hat. Dem Lunchtime-Konzert kann wieder live aus der Kirchenbank gelauscht werden. Die Heimatlosen und Migranten dürfen wieder daheim sein in der Johanneskirche. Auch wenn das in bescheidenen homöopathischen Dosen geschieht, das Wichtige ist, die Türen sind entriegelt. Wer die Mundschutzpflicht für gewöhnungsbedürftig hält, ist wahrlich nicht allein damit. Aber bedenken Sie, in den 70er Jahren hat es weitaus schrecklichere modische Verirrungen gegeben, die bis heute traumatisieren, sobald wir in unseren Fotoalben blättern. Richten wir uns langsam wieder ein. Willkommen in der Johanneskirche. Dummerweise sind nicht nur wir wieder da. Mit uns Menschen mogelt sich auch der Coronavirus in den Sommer und streicht unverschämt wie ein Partycrasher ums Hochzeitsbuffet. Alle Vorsicht und Selbstkasteiung hat bisher nicht verhindern können, dass sich nicht doch immer wieder mal Menschen anstecken und ahnungslos zum Verteiler werden. Bei den sehr frommen jüdischen Chassiden sagte man, wenn sämtliche Kinder Israel auch nur einen Tag lang sämtliche 613 Gebote der Tora Gottes einhalten, dann kommt der Messias. Bis heute ist ihnen diese Aktion noch nicht flächendeckend gelungen. Bei uns heißt es in sehr viruskundigen Kreisen, wenn sämtliche Erdenbewohner 14 Tage lang eisern Abstand hielten, hätte das Virus keinen Wirt mehr und würde die Party enttäuscht verlassen. Da aber Menschen eben auch nur Menschen sind, ist das nicht realistisch. Und deshalb müssen wir auch im gelobten Land noch für eine ganze Weile mit diesem ungebetenen Gast umgehen. Mit kühlem Kopf müssen sich Panik wie Fahrlässigkeit verhindern lassen. Ein paar Regeln sollten wir einfach verinnerlichen, wie man Zähne putzt, ohne jeden Morgen über die Sinnhaftigkeit zu grübeln. Wir sind wieder da. Am kommenden Sonntag, 14. Juni, wollen wir noch einmal zweimal hintereinander die Portale zum Gottesdienst öffnen um 10 Uhr und 11.30 Uhr. Wenn es bald wieder eine einzige Gottesdienstzeit sonntags gibt, soll es hernach für Gottesdienstteilnehmende auch wieder das Kaffeesakrament geben. Davon nächste Woche mehr. Den Mittwoch markiert um 12.30 Uhr die Lunchtime-Orgel. Das Kirchencafé dienstags bis samstags ab 15 Uhr endet wieder mit der 10-Minuten-Andacht um 18 Uhr. Und am kommenden Freitag, 19 Uhr, dürfen Sie wieder leiblich in der Kirche sitzend dem Freitag um 7 Konzert beiwohnen. Diesmal mit Tango-Musik auf Harfe und Querflöte und ein paar Anmerkungen für die Schrittfolgen am Wochenende. Die Corona-Variante eines bekannten Stoßgebets lautet so: Herr, lass mich beitragen, wo wir unser Los verbessern können. Lass mich mit Gleichmut ertragen, was ich nicht ändern kann, und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden.